بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rimad al-Azdi, er war in Mekka und er hörte, wie die Leute sagten, dass es dort einen Mann gibt, der besessen ist. Und Rimad, er war jemand, der genau solche kranken Menschen heilte. Und er bot den Leuten seine Hilfe an. Vielleicht heilt Allah ihn durch mich. Und Rimad al-Azdi, er hatte keine schlechten Absichten. Er wusste ja nicht, um wen es sich handelt. Und er kannte den Propheten Allah Segen und Frieden auf ihm nicht. Und zudem war er ein Experte im Heilen von Besessenen. Er ging also zu Muhammad, Allah Segen und Frieden auf ihm, und sagte zu ihm: Ich hörte, dass du besessen bist. Und ich biete dir meine Hilfe an. Wenn du willst, dann kann ich dir helfen. Eigentlich ist das eine Art Beleidigung. Jedoch war der Prophet, Allah Segen und Frieden auf ihm, sehr barmherzig. Und er wurde nicht wütend. Er dachte sich, er hat wahrscheinlich Gerüchte gehört und ihm sind Lügen zu Ohren gekommen. Und dann fing der Prophet an zu sprechen, Allahs Segen und Frieden auf ihm, mit vollkommener Ruhe. Er sagte: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Er begann mit der Khutbatul Haja. Die Worte bedeuten: Lob gebührt Allah, wir loben ihn und suchen seine Hilfe. Wen auch immer Gott recht leitet, den kann niemand in die Irre führen. Und wen Gott in die Irre führt, den kann niemand recht leiten. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah alleine, der keinen Partner hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Die Worte im Arabischen sind eloquenter und sie reimen sich. Und das geht durch die Übersetzung verloren. Und Rimad, als er diese Worte hörte, er unterbrach den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Und er bat ihn, diese Worte zu wiederholen. Dann wiederholte der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, diese Worte. Und dann sagte Rimad: Ich habe noch nie solche Worte gehört. Diese Worte sind so schön, dass sie die Tiefen des Meeres erreichen. Gemeint ist, dass diese Worte Einfluss haben werden. Und da sagte der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm: Dann gib mir die Bay'a, werde Muslim. Unverzüglich gab Rimad seine Hand und er sprach die Shahada, er sprach das Glaubensbekenntnis. Dann sagte der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm: Und wie wäre es, wenn du für deine Leute zusagst, wenn du für deine Leute die Bay'a gibst? Und er sagte: Ich sage auch im Namen meiner Leute zu. Rimad, er kam, um den Propheten zu heilen, jedoch heilte der Prophet Rimad. Das war die Präsenz des Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, dass in einer kurzen Zeit jemand, der vorher noch dachte, er sei besessen, den Islam annimmt. Ich meine, Rimad, der ist dahin gegangen mit dem Glauben, er sei besessen. Nach einer kurzen Weile verlässt er wieder diese Unterhaltung und ist Muslim. Wie groß muss der Einfluss des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm sein, wenn man ihn gesehen hat? Und seine Präsenz, was für eine Auswirkung hatte sie auf die Menschen? Dass sie in so kurzer Zeit überzeugt sind vom Islam. Und es ist eine wichtige Entscheidung, die Rimad getroffen hat. Manchmal sind Menschen jahrelang auf der Suche. Aber bei Rimad hat es nur einen kurzen Moment gebraucht mit dem Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Es dauerte nur eine kurze Weile, um die Wahrheit zu erkennen. Und das ist eines der Führungsqualitäten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und das ist der Einfluss des Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.